Nein, das Einzige, was wir zwei zusammen machen, ist, andere Leute zu vernichten. Und das können wir echt gut. Mir gefällt, dass du weißt, was du willst. Und dass du zu allem bereit bist, um es zu erreichen. Und du? Weißt du, was du willst? Immer. Ich weiß genau, was ich will. Und ich bin auch zu allem bereit, um es zu erreichen. Ich habe mit Amber telefoniert. Sie klang gar nicht gut. Sie war wütend und hat nicht mit sich reden lassen. Vielleicht hatte sie keinen so guten Tag. Sie klang richtig kalt und distanziert. Ich weiß nicht, was sie hat. Sie redet ständig von meinem Vater. Keine Ahnung, warum sie so besorgt ist. Sie hatte doch kaum Kontakt mit ihm. Jetzt, da ihre Cousine ihren Großvater gefunden hat, wünscht sie sich vielleicht dasselbe für sich. Und was ist mit den Valentes? Steht sie etwa auf deren Seite? Nein, wie kommst du darauf? Sie ist genauso abweisend zu ihnen wie immer. Ich vertraue ihr nicht. Sie schien besorgt zu sein, als sie verhaftet wurden. Ich habe die Befürchtung, dass sie sich noch verplappern wird. Nein, ich denke nicht, dass sie das wird. Ich kenne Amber genau. Sie wirkt stark, aber im Grunde ist sie schwach. Ihre Schwäche macht mir Sorgen. Sie wird irgendwann etwas sagen. Sie ist zu impulsiv. Du musst sie beobachten. Ist gut. Nichts und niemand darf unseren Plan zerstören. Ich habe ein Auge auf sie. Mach dir keine Sorgen. Allerdings denke ich, dass das Problem woanders liegt. Und wo bitte? Maggie. Sie fühlt sich beobachtet und ist nervös, weil sie befürchtet, dass die Valentes und Alfredo sie verdächtigen. Ist ihre Sorge berechtigt? Könnte sein. Sie sagt nämlich, sie hat sie reden hören. Bitte sei vorsichtig. Versuch, in Erfahrung zu bringen, was die Valentes wirklich gesagt haben. Mhm. Das ist von Vorteil für uns, Ray. Wieso? Ich hatte einen Plan, den ich für perfekt hielt, aber ich habe noch eine Variante zur Sicherheit. Und was soll das bedeuten? Ich will sagen, wenn man jemanden opfern muss, um einen Spielzug zu vollenden, dann den Bauern. Was? Nicht nur, dass er Juliana und das Roller-Team rausgeworfen hat, jetzt will er auch noch, dass sie zu den neuen Red Sharks werden. Das ist doch nicht zu glauben. Furchtbar. Aber um ganz ehrlich zu sein, überrascht mich das nicht. Wirklich? Und wieso nicht? Nur so, wegen dem, was Juliana erzählt hat, als ich sie wegen ihres Vertrags beraten habe. Aber gesehen hast du Gary noch nie, oder? Nein, nein. Mich macht es nur irgendwie fertig, wie das alles gelaufen ist. Ja, mir tut das auch total leid für sie. Allerdings hat mich die ganze Sache dazu inspiriert, einen neuen Artikel für die Rollerskate-Freunde zu schreiben. Und worüber wirst du schreiben? Ich schreibe einen Artikel über Gary und die ganze Katastrophe, die er angerichtet hat. Ich will nämlich, dass die ganze Branche erfährt, was für ein Mensch Gary Lopez ist. Was hast du denn? Bist du traurig wegen Susan? Nein, nein, ich hab nichts. Es geht mir gut, echt. Das ist es nicht. Was ist denn los? Na gut, es ist doch wegen Susan. Es ist wegen Susan. Er ist der gemeinste Mensch auf der ganzen Welt. Er hat mich auf die schlimmste Weise betrogen, Nina, auf die schlimmste Weise. Moment, halt was. Er ist so ein gemeiner Mensch. War es so schlimm, was er getan hat? Ja, für mich gibt es César nicht mehr. Er ist für mich gestorben. Du hast richtig gehört. Als erstes wird immer der Bauer geopfert. Ich bin nicht taub. Ich verstehe nur nicht, was du meinst. Bauern gibt es sehr viele und es ist leicht, einen von ihnen zu ersetzen. Die Durchführung unseres Plans ist nicht so leicht. Falls du dich auf Maggie beziehst, liegst du falsch. Maggie ist kein Bauer. Ach nein? Nein. Was ist sie dann? Denn die Königin ist sie bestimmt nicht. Das mag sein. Aber wir drei arbeiten sehr hart für das alles hier. Für uns alle steht was auf dem Spiel. Warum verteidigst du sie? Ich verteidige sie nicht. Ich finde nur unfair, was du sagst. Nichts weiter. Wirkt sich deine plötzliche Sympathie für Maggie auf unseren Plan aus? Nein. Nein. Ich fasse es nicht. Maggie! Maggie! Ja, hast du etwa ein Problem damit? Nein, nein, ich habe kein Problem. Ich weiß es nicht, wie tief du gesunken bist. Meiner Meinung nach verdienst du eine andere Art Frau. Ach ja? Und was für eine Art Frau? Eine auf Augenhöhe. Aber gut. Ich verlange von dir, dass sich das nicht auf unseren Plan auswirkt. Ich kann es echt nicht fassen. Ich reg mich schon auf, wenn ich nur daran denke. Was fällt Gary ein, uns anzubieten, Red Sharks zu werden, nach allem, was er uns angetan hat? Naja, du weißt doch, wie mein Onkel ist. Er will von uns profitieren. Und wenn er uns dann nicht mehr braucht, war's das. Ich finde, Luna hat recht.